Auf ein neues. Ich mag diese Sprungattacke nicht. Er macht sie nämlich auch schon, während er noch... Ja, genau. Während ich noch darauf achte, was ich von oben ausweichen muss. Ach, come on. Wie weiche ich dieser Attacke am besten aus? Das war mein Schild. Ja, witzig. Ei. Das ist ein ziemlich heftiger Gegner. Gleich nochmal. Zweimal hintereinander gilt nicht. Ach, come on. Das war mein Schild. Aha. Es deckt wirklich, wirklich den gesamten Bereich ab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den schlagen soll. Habe ich da gerade seinen Schlag pariert? Wie cool. Okay, mein Schild ist wieder weg. Nee, er ist wieder da. Und jetzt aber nicht mehr. Gewinne ich den Schild irgendwie zurück, wenn ich genügend Seele sammle? Wäre ja sehr schön. Nein. Es wird knapp und ich muss mich dringend heilen. Das war doof, das war so doof. Es wird sehr, sehr knapp. Come on, come on, come on. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Das lief so gut. Das lief so gut. Och, Mensch. Schade.
Oh wow, der Grimmerschlund ist echt eine ziemliche Herausforderung. Ich frage mich, ob der schon für diesen Zeitpunkt gedacht ist oder ob ich noch ein paar Items brauche, wie zum Beispiel einen größeren Nagel. Oder sowas. Ach, kommt. So, diesmal besiege ich dich. Das steht außer Frage. Oh, schön in meine Pilzsporen reingesprungen. Habe ich noch Schild? Ich glaube nicht. Ich sollte mich heilen. Und ich sollte nicht versuchen, ihn zweimal zu treffen. Mann, nicht schon wieder. Die Attacke ist gemein. Come on. Ach, das ist jetzt gemein. Du weißt genau, dass ich kein Schild mehr habe. Ja. Oh, ich habe kein Schild mehr. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss mich jetzt heilen, was das Zeug hält. Was ich nicht kann, wenn er diese Attacke macht und wenn ich außersehen statt XC drücke. Uff. Ich glaube, das wird der Moment, wo ich meinen Zeitraffer verwenden muss für diesen Bossgegner. Das ist ja. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich so bald bei diesem Boss Erfolg haben werde. Aber ich mag diese Herausforderung. Ich möchte das jetzt schaffen. Kennt ihr das auch, wenn ihr etwas jetzt, wenn ihr denkt, dass etwas nicht komplett unmöglich ist? Sondern genau das richtige Maß an Herausforderung habt, dass es euch nicht frustriert. Genau so ist dieser Bossgegner gerade für mich. Ich denke, dass ich ihn schaffen kann. Und bisher bin ich nicht frustriert. Sobald ich frustriert bin, mache ich eine Pause. Aber bisher habe ich wirklich das Gefühl, dass ich das schaffen kann.
war Glück, glaube ich, denn meine Schilde sind weg. Weswegen ich jetzt meine... Ach, nicht zweimal hintereinander. Das war doch echt gemein. Ja, brüll du nur, solange du noch brüllen kannst. Das war ein verschwendeter Schild von mir. Aber ich wollte mich eigentlich heilen. Ja, gleich zweimal hintereinander wieder, du. Du weißt, was mir weh tut. Das war definitiv mein Schild. Ab jetzt heißt es wieder sterben. Ach, come on! Und da ist mein Schild schon wieder weg. Viel zu früh, viel zu früh. Verdammt. Verdammt. Come on, ich will mich doch nur heilen. Jetzt habe ich keine Seele mehr. Ich wünschte, ich könnte ein wenig schneller laufen.
Habe ich gerade 2 Lebenspunkte geheilt? Habe ich das richtig gesehen? Oder irre ich mich? Da ist mein Schild weg. Ab jetzt heißt es wieder vorsichtig sein. Sofern er mich lässt. Okay, ich brauche wieder Seele. Okay, das war Verschwendung von Seele. Yes! 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 Oh mein Gott! Das war schwierig. Wow! Erfolgserlebnis. Nice! Und ich bekomme ein weiteres Bruchstück von dem was auch immer. Aber finally! Ich hab den Grimmschlund geschlagen. Wow! Oh. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich gerade freue. Also, das war ein Kampf. Und genau das macht solche Bossgegner... Deswegen liebe ich solche Bossgegner. Das ist... Richtig, richtig schön herausfordernd. Nicht zu schwer, nicht zu frustrierend. Nein, genau richtig. Ich hatte sehr viel Spaß an diesem Boss, auch wenn ich jetzt doch einige Zeit gebraucht habe, um ihn zu schlagen. Das macht das Erfolgserlebnis nur umso größer. Das ist zu vergleichen mit... Ich hab ja Mathematik, unter anderem Mathematik studiert. Und... Ich glaube, es gibt bestimmt einige unter euch, die mit Mathe nicht gerade so, also die mit Mathe auf Kriegsfuß stehen und die wissen, wie schwierig so etwas sein kann. Und im Mathestudium kriegt man wirklich sehr, sehr schwierige Aufgaben, die teilweise einfach unlösbar ist, wo man sich die anguckt und denkt so, ach, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und die Dozenten begründen das damit, ja, aber wenn ihr dann auf die Lösung kommt... dann habt ihr ein Erfolgserlebnis. Das stimmt schon. Aber das ist immer nur der Fall, wenn die Herausforderung gerade richtig war. Und das war sie im Mathestudium meistens nicht. Meistens war es nur Überforderung und, okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ich muss irgendwo abschreiben. Und ich bin sehr froh, dass dieses Spiel, also den Bossgegner, ich fand ihn vom Schwierigkeitsgrad gerade richtig. Es war eine super Herausforderung und ich hatte mega Spaß bei dem Grimmerschlund. Und auch wenn ich wahrscheinlich einen kleinen Speed-up für die Episode machen muss, aber das sollte nicht das Ding sein. Aber an dieser Stelle, mit diesem Erfolgserlebnis, werde ich das Let's Play heute beenden und ein andermal weitermachen. Also, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi.